Hier sehen wir eine Balkonkabine 7107. Matthias hält mir schön die Tür auf. Die hat sogar Badewanne. Matthias freut sich total. Gibt's auch selten, dass man Badewanne hat. Bodylotion, Zahnbürsten, ein schönes großes Doppelbett. Holland Amerika. Gibt schöne große Kissen. Ich würde mal sagen, das sind so Boxspringbetten. Sieht ganz, ganz toll aus. Gibt's Kompass. Hier unser Balkon. Können wir schön sitzen. Im Moment haben wir keinen so tollen Ausblick. Aber naja, das macht ja nichts, wenn wir dann fahren. Hier kann man es auch als Dreibettzimmer bestimmt nutzen. Super, super toll. Minibar. Und Matthias, wie gefällt es dir? Ja, mir gefällt es unheimlich gut. Wir sind jetzt hier auf der Holland Amerika auf der Osterdam und werden eine sechstägige Tour jetzt machen. Wir werden euch dabei das ganze Schiff näher kommen lassen. Wir werden alle Restaurants, alle Bars, die Abendprogramme, die stattfinden an Bord, die einzelnen Kabinen, wenn wir andere auch sehen können. Hier seht ihr jetzt mal unsere Balkonkabine auf Deck 7. Und wenn ihr weitere Videos hier von der Osterdam, von Holland Amerika sehen wollt, vom Reisebüro Feller, unten einfach auf Gefällt mir drücken. Oder wenn ihr mehr Infos vom Hubert oder von mir haben möchtet, einfach unter der Nummer 09732 2600 bis zum Barcelona. Heute hat es leider geregnet. Es sind 4 oder 5 Schiffe liegen hier im Hafen. Schade, dass wir heute nicht raus können. Ich hätte euch gerne noch ein paar weitere gezeigt. Hier sehen wir den Lido Pool. Der ist super schön. Und er ist überdacht. 2 Whirlpools. Überdacht. Und richtig schöne Liegen mit Auflagen. Die Handbücher liegen überall bereit. Kann man sich automatisch überall so nehmen. Ein junger Mann kann man sich einen Burger, Pommes bestellen, was man essen möchte. Und kriegt es dann am Tisch serviert. Das hört sich super lecker an. Hier kann man dann schön sitzen. Hier gibt es eine Tapasbar. Dann kann man sich verschiedene Tapas nehmen. Das ist auch super lecker. Da werde ich jetzt gleich mal mit anfangen. Und schöne Tapas und alles werde ich jetzt mal essen. Hier sind wir am Hauptrestaurant. Auf Deck 2, ganz hinten. Da gibt es schöne Tische, sind schon schön eingedeckt. Kann man Frühstück, Mittagessen und Abendessen auf, kann man sich alles bestellen. Na, das wird jetzt gerade auf und da geht die Treppe hoch und kommt dann auf Deck 3. Oben ist genauso noch das Spezialitätenrestaurant. Und Matthias, wie findest du das Restaurant hier? Mir gefällt das Hauptrestaurant sehr gut. Es ist total, ja, es ist nicht laut hier, weil es schön abgetrennt ist alles. Und die Tische sind super schön eingedeckt. Das Essen schmeckt auch wirklich super lecker. Und man kann sich richtig schön bedienen lassen hier. Hier sehen wir den Photoshop. Hier kann man schöne Bilder machen lassen. Das ist dann der Eingang vom Schiff. Kann man sich schön fotografieren lassen. Sieht ganz, ganz toll aus. Und hier kann man sich auch fotografieren lassen. Das ist ganz toll, kann man ein schönes Fotoshooting machen. Und da gibt es jede Menge Bilder, die sind immer offen. Und hier kann man dann schön, freies Promenadendeck, kann man dann auch schön spazieren gehen und laufen gehen. Hier sind wir in der Ocean Bar. Glitzert auch sehr schön hier. Die kleinen Tischchen, hier ist eine Bar. Hier treffen sich manchmal die verschiedenen Gruppen, was es so gibt auf dem Schiff. Matthias erklärt euch mal kurz, was es für Gruppen gibt. Ja, also hier haben wir einmal heute den Treffpunkt Friends of Doris gehabt. Das ist der Treffpunkt hier an Bord für die Schwulen und Lesben. Und dann, ja, das ist jetzt der Treffpunkt, den es hier eben halt. Der ist heute Abend hier um 19 Uhr. Man kann schön rausschauen aufs Meer. Jetzt sieht man zum Beispiel auch noch einen schönen Frachter, der neben uns fährt. Da kann man halt schön abends kann man sich hier aufhalten. Nette Bedienung.
Hier sehen wir den Treppenaufgang. Hier drüben ist das Spezialitätenrestaurant. Hier oben eine Bar. Hier ist die Ocean Bar. Und alles schön ruckvoll eingerichtet. Ganz, ganz toll. Schöne Bars, wo man sitzen kann. Und da sind wir jetzt auf Deck 3. Hier gibt es alles, was man braucht. Deswegen sind wir jetzt hier überall. Und hier, wenn jemand ein schönes Handtäschchen gegessen hat, gibt es natürlich auch noch schön mit Glitzer. Nice and tempered up, and on the mount taking pictures, you'll have a professional photographer on the mount as well. If you want to head to the spa, ladies, you can get you all throughout the ship for your listening and dancing pleasure. For more soul pianists, that's going to be up in the Ocean Bar, day 3, to our latest center stage classical music performance, absolutely amazing. And that's on deck, two controls of the ship, billboard on board, piano bill, giving you quite a variety show of your favorite sing-along tunes, and of course, the one-on-one BB King All-Star Band. Regenjacken, Polos, T-Shirts, Gürtel, hier gibt's alles. Einfach toll. Hier gibt's einen digitalen Workshop. Hier kann man dann ein bisschen was machen. Gibt's dann alles, was man machen will? Kann man hier lernen. Kann man sich ausdrucken. Super schön. Gibt es noch edle Diamanten? Da glitzert es richtig. Da fühlen sich die Frauen bestimmt super wohl. Ja, da gibt es noch richtig schöne Diamantschmuck zum Kaufen. Ganz, ganz edel eingerichtet. Oder hier ist auch die Kirche abends oder früh teilweise. No? Ja, noch immer ein Fernseher. Hier nebenan ist ein Spielzimmer, da wird dann Bridge-Karten gespielt. Ja, da kann man sich's gut gehen lassen. Wenn man ein schlechter Tag ist, kann man sich schön da reinsetzen. Hier sehen Sie das Bingo. Das sind die Nummern, ist alles mit drauf dabei. Und hier unten wird festgekauft. 4:30 today is the first drawing for the lottery and then the other kind of card. Das ist abends das Theater hier. All right, good deal. Musik anmachen. Good luck everybody. Nicht ruhig. Super schönes Theater. Na Matthias, wie gefällt dir der Rundgang? Mir gefällt der Rundgang hier sehr gut. Also es ist wirklich auf dem Schiff alles da. Also ob Theater oder Casino, es ist wirklich alles da. Spa-Bereich und alles. Und ja, wir werden euch einige Sachen noch zeigen. Und wer mehr sehen möchte, einfach unten auf Gefällt mir für Reisebüro Feller drücken und dann seht ihr mehr Videos von uns. Ade! Jetzt seht ihr das Casino. Das ist ziemlich groß. Matthias fängt schon das Zittern an, weil er das Casino sieht. Das fängt immer das Zittern an, weil Matthias ist spielsüchtig hoch 4. Es ist schon das ganze Geld weg, ich sag's euch. Ein riesengroßes Casino. Hier ist die Villa.
Da spielen dann zwei Pianisten. Hier ist auch wieder eine Bar. Super schön gemacht. Hier ist das Spielcasino. Hier ist dann so ein Aufenthaltsraum. Super toll, kann man sich einen Cocktail mischen lassen und kann hier einen schönen Cognac trinken und kann sich schön reinsetzen. Wie so ein alter Landsitz und Hut. So sieht das hier aus. Mit Spiegeldecke, dass man sich oben auch noch mal sieht. Looks like this. So we go up, 2, 3, down, 2, 3, open, 2, 3, together, 2, 3, up, 2, 3, down, 2, 3, open, and together. Okay, so. Now let's break it down. So, everyone get in your fancy dance position, good. Down, is it down, up, down, you think? Okay, so we go down, up, down, right? So this, when we're putting our arms up, we're leaning back, right? We gotta make it look pretty. So we go down, up, down, down, up, down. So how did that part go? That's part A. Part A. Hier sind wir im Spezialitätenrestaurant. Hier kann man sich schön abends hinsetzen. Ist ganz, ganz toll eingerichtet. Mit Mehrblick teilweise. Und da gehen wir heute Abend, hier am Montagabend, morgen Abend sind wir hier eingeladen zum Essen. Schön auch mit Orchideen. Dekoriert alles echte Blumen. Das ist halt das Schöne daran hier. Hier hat man dann einen Tisch mit Mehrblick. Kann man dann schön reinschauen. Und es ist schön abgetrennt, man sitzt nicht aufeinander. Man bekommt ein bisschen was mit, was im Gang ist. Einfach traumhaft schön. Und hier gibt es dann einen großen Tisch. Der ist richtig toll. Wow. Die ist auch sehr schön. Hier ist eine Pianobar. So toll ist es hier eingerichtet. Große Minenbasen, große schöne Bilder, tolle Treppenaufgänge und noch so eine schöne Minenbase. Und was es noch gibt, ein super schönes Bänkchen aus Keramik oder Porzellan. Hier gibt es ganz unten auf 1 im Treppenhaus, drüben ist der Guest-Service. Hier haben wir den Guest-Service, schöne Sitzecke, das ist im Atrium in der Mitte genau. Und hier haben wir die Rezeption. Hier kann man dann das Trinkgeld runtersetzen lassen, wenn man mag. Oder man kann hier verschiedene Sachen machen. Dann. Super schön. Future-Cruises. Hier waren gerade zwei Delfine, aber wir haben sie nicht mehr gesehen, sind jetzt leider weg. Wir machen gerade Kaffeepause. Eine Zitrone mit heißem Wasser. Ein bisschen Apfelkuchen. Ein paar Chips. Gibt's alles am Buffet. Matthias ein Käffchen. Na. Und hier seht ihr noch die schönen Orchideen. Und die sind alle frisch. Auf allen Tischen stehen 2 Orchideen. Guten Morgen, wir sind jetzt in Cadiz angekommen. Hier liegt ein TUI-Schiff. Das ist der kleine Hafen von Cadiz und hier
liegt auch ein kleines Schiff. Wollen wir doch gleich mal gucken, was es ist. So ein echtes Mal war auch schlechtes Wetter rum. Aber wir gehen trotzdem mal vom Bad, wir gehen ins Frühstück und dann zeige ich euch später die Stadt. Seht ihr mal, was ich euch alles hier ausgeben würde für Weihnachten? Ne? Matthias hat sich einen Steak bestellt, 1020 Gramm. Also für mich alleine hätte ich das nicht bestellt, aber nur noch einmal. Ihr habt euch ja alle beschrieben. Jetzt kriegen wir auch noch den Job. Den kriegen wir auch noch. Den kannst du abgeben dann. Jetzt auch noch das Telefon nebenbei. Hier die ganzen Fans hier ringsrum, Matthias. Oh. Mahlzeit! Matthias, bist du zufrieden? Meinst du, du schaffst es, Schatzi? Also ich, das ist ja nur die Vorspeise. 1020 Gramm Steak. Matthias, hat Hunger? Oh, lecker. Das ist schon toll. Also von dem kriegt keiner von. Na toll. Den kriegt ich allein. Ha? Vorsicht. Ich glaube, wir stellen das wirklich mal. Oh. Thank you. War das mit dem unfassbar, ja. Nein, ich esse das nicht von dem Teller, weil sonst kann ja keiner mehr von dem Fleisch was essen. Ich fange von dem Teller. Nein, alles gut. Jeez. Ich glaube, wir haben da alle keine Verantwortung. Mahlzeit, 2 Euro im Davos-Bus, kann man vorne einsteigen. Und jetzt gehen wir auf den Affenfelsen hoch. Der ist ganz da oben. Und da fahren wir jetzt mit der Karre hoch. Jetzt werden wir mal sehen, wie schön das wird. Ich freue mich schon. Und hier ist die Bushaltestelle. Hier sind wir ausgestiegen. Matthias, du bist jetzt am südlichsten Punkt von Gibraltar. Am südlichen Punkt von Europa bin ich. Die letzte hier. Bratwurst vor Afrika. So die letzte Bratwurst in der schönen Cafeteria hier vor Afrika. Hier der Leuchtturm von Gibraltar. Und da oben müssten irgendwo die Affen sein. Das da drüben müsste schon Afrika sein, ne? Kann man schon bis Afrika schauen? Mhm. Wirklich? Das da drüben ist schon Afrika. Das ist Afrika? Ja. Ist Afrika? Ja. Da drüben die Berge. Das ist Afrika, ja. So ein bisschen neblig, aber... Aber schön. Ablegen. Hier unten. Wird jetzt die Gangway eingefahren. Hier sehen wir die Bäuche von Alicante. Wir sind jetzt direkt am Strand. Wir sind direkt am Hafen und direkt, wenn man vom Hafen herläuft, fährt man mit dem Bus, mit dem Shuttlebus fährt man her und ist direkt am Strand und kann schön baden gehen im Meer.
traumhaft schön. So, jetzt wo wir herin sind, ist schon eine ganz tolle Atmosphäre hier, wenn man hier reingeht. Hier sehen Sie das Minia Alicante. Das ist direkt hier am Yachthafen, angebaut in dem Wellness Center Spa Alicante. Schöner Eingang. Und hier gegenüber ist direkt der tolle Yachthafen. Ganz, ganz toll, schönes Yachtschiff. Sehen Sie das Trip-Hotel Grand Sol, direkt vor dem Yachthafen. Hier ist die Promenade, super schön gelegen. Eine ganz tolle Stadt hier, hier oben die Burg. Und hier direkt Strandabschnitt. Man kann hier im Hotel und kann darüber am Strand gehen und kann baden gehen. Einfach nur hinten, dann ist direkt der Hafen. Hier die Altstadt. Und hier geht's zum Schloss hoch, zur Burg. Super schön, der Strand ist wieder dran. Der ist echt traumhaft schön und geht bis ganz hinter. Der ist echt traumhaft. Da ist viel los hier am Strand. Einfach nur toll. Hier sind wir am Yachthafen von Alcudia. Super schöne Yachten liegen hier. Hier ist die Marina, ein Teil des Piratenschiffs. Da kann man bestimmt schöne Ausflüge machen. Hier ist der Strand. Hier drüben, genau auf der anderen Seite, ist der Strand. Hier oben die Burg. Und hier die Promenade. Traumhaft schön. Hier sind wir jetzt am Deck, am Achterdeck, wo der Pool ist. Hier sind schöne Liegen. Heute darf nicht geraucht werden, weil heute wir im Hafen liegen. Und hier haben wir noch zwei Whirlpools.
Equipment, aber da war kein Bootspringen. Super schön. Hier die Liegenpreise. Den ganzen Tag 18 Euro. Ein schönes Häuschen. Direkt hier am Amelia-Hotel, in Alicutia. Und direkt hier hinten hält der Bus, wenn man mit dem Schiff hier ankommt. Würde ich empfehlen, einfach mal am Strand zu gehen und einfach sich ein bisschen gut gehen lassen. Es sind Palmen da, kann man sich auch schön Palmen am Strand hinlegen und einfach sich gut gehen lassen. Hier Hotel Bahia, ein 2-Sterne-Häuschen, direkt an der Straße, aber auch über die Straße direkt zum Strand. Mega toll, bestimmt super günstig und man hat Spaß in Alicante. Hier gibt es auch viele Sachen zu verkaufen. Hier eine super tolle Strandpromenade. Da wackeln wir jetzt mal schön entlang. Und hier hoch kommt man in die Altstadt. Da gibt es auch eine ganz tolle Pension. Bestimmt recht günstig, würde ich mal sagen, so wie sie ausschaut. Liegeflächen rechts und links. Und dann kommen wir runter. Schöne Handbücher gibt es überall. Die kann man einfach liegen lassen und weitergehen. Das ist echt das Schöne hier. Und den kann man auch von zuschieben, diesen Pool. Da ist halt auch bei schlechtem Wetter, hat man hier schön Sonne. Und hier hinten ist der Grill. Der hat bis 17.30 Uhr auf. Gibt es die weltbesten Pommes, Burger. Und hier drüben gibt es noch ein bisschen spanischen Schmodder. Hier die MSC Splendida. Im Hafen von Malaga. Hier seht ihr den Bereich für die Suiten. Wir haben hier ein eigenes Deck. Super schön mit Pavillons. Jeder hat seinen eigenen Pavillon. Und zwei Sonnenliegen. Das ist ganz, ganz toll, ist das hier. Hier der Elfer, das ist der ganz große, sogar mit Tisch. Mit Liegen. Stühlchen, der ist ganz toll. Das wird auch die größte Suite sein, der Elfer. Jetzt sind wir auf Deck 10. Hier ist Bücherei. Hier kann man spielen. Hier kann man vorne sitzen, wenn ein Schiff fährt. Ganz, ganz toll. Hier liegen wir im Hafen von Malaga. Und da kann man es sich richtig schön gehen lassen. Hier eine Bar.
Hier haben wir die Spat-Area, die ist auf Deck 10. In den ganzen Geräten. Hier ist dann Spinning, Pump, Turbo. Hier ist dann alles Füße. Hier wird alles gemacht. Schöner großer Fitnessbereich. Handel. Hier sind wir noch mal im Spa-Bereich. Kann man schöne Anwendungen machen. Gibt ein riesengroßes Spa-Programm. Hier kann man sich was zu essen, was zu trinken nehmen. Hier geht's in den Fitnessraum rein. Und hier hinten sind dann die eigenen, die einzelnen Kabinen für die Anwendungen. Super schön eingerichtet, mit Blick aufs Meer, wie man das so mag. Hier sind dann so kleine Kabinen für Einzelanwendungen. Hier drüben mal Gruppen, mit Dusche. Hier haben wir noch den Beauty-Salon, Friseur, Füße, alles was das Herz erwünscht, wurde alles gemacht. Den kann man buchen für 25 oder 9. Was ist der Preis von hier? 25 oder 29? $2.99 for 12 days cruise. $2.99 for 12. Okay. Hier kann man dann in den Spezialbereich rein. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Das ist oben, wo der Pool ist. Da kann man schön liegen und kann es einem richtig gut gehen lassen hier. Hier sehen Sie die Themen-Suite. Die ist included, wenn man vorne den World Party Thermal-Suite. Und hier kann man dann schön liegen, traumhaft, schön weich, angenehm. Hier hat man dann verschiedene Saunen, Dampfbad. This is the small steam room. Yeah. Eucalyptus and this one is big. With two different vents. Oh, okay. But that's a little bit. And we have the sauna there. This is heated. Und hier hinten ist dann noch Sauna. Oh, so you stay right here. Yeah. Und Dusche. Ah, okay. And this one is heated as well. Hm. Warm, yeah. So Art Hammer. It's nicer than a swim. Ja. Hier ist die Station. Hier gibt's Eistee, Lemon, Orange Juice, it's for free. It's for free. Da kann man kostenlos den ganzen Tag trinken. Hier ist die Kaffeestation, Coffee, Hot Water. Und hier ist noch die Teestation. Hier kann man Tee trinken, den ganzen Tag, was man mag. Das ist echt schön. Hier haben wir die asiatische Seite. Da wird der Hubert heute mal zuschlagen. Da freut sich schon. Es gibt Fisch. Gute Nachtisch. Obst, Gemüse, es gibt Sushi. Matthias wird heute 5 Portionen Sushi essen. Hier ist der Nachtisch. Immer schön portionsweise eingerichtet. Hier gibt es ein Eisblüten. Oh, das ist mein Favorit. Kann ich Wenn er auf Ausflug geht, kann man sich das schön mitnehmen. Frühstmittag und abends liegen immer da. Super, super. Hier kann man sich ein bisschen belegen lassen, wie man es mag. Und hier haben wir die große Salatauswahl. Die können wir große Salatteller machen.
Wir haben uns heute Frühstück aufs Zimmer bestellt. Von jedem etwas. Es ist kostenfrei, es kostet nichts extra. Hier im Sonnenaufgang. Uns geht's richtig schön. Wir werden uns jetzt schön auf unsere Liege legen und werden das Frühstück genießen. Und jetzt fahren wir gerade im Hafen von Alicante ein. Das ist der Hafen von Alicante. Traumhaft schön. Wir lassen heute den Tag schön anklingen. Das ist unser letzter. Morgen fliegen wir wieder zurück. Matthias, wie findest du dein Frühstück? Ja, bis jetzt sieht mein Frühstück ganz gut aus, auch wenn ich noch nicht so viel gesehen habe. Aber es ist doch schön, wir sitzen jetzt hier am Dings auf dem Balkon und ja, laufen gerade hin. Hier sehen Sie den Hafen von Alicante. Hier vorne. Zug. Spa Water Mars, Suites del Mar. Das heißt, es ist direkt am Yachthafen. Hier ein schönes kleines 4-Sterne-Hotel. Nicht direkt gegenüber vom Hafen. Hier ist die große Promenade. Und hier ist dann direkt der Hafen.